Bei unserem nächsten Rekord geht es hoch hinaus und das bereits seit über 107 Jahren. Halten Sie sich fest, wir sind im Landeanflug auf Oberschleißheim bei München. Deutschlandrekord in Oberschleißheim in Oberbayern. Flugleiter Paul Kratz und Flugbetriebsleiter Michael Bauer sind seit über 10 Jahren auf einem etwas anderen Flugplatz engagiert. Der Flugplatz ist quasi noch der älteste in Deutschland betriebene Flugplatz. Auf dem 40 Hektar großen Flugplatz starten neben Segelfliegern auch Motorsegler, Motorflugzeuge und Hubschrauber. Im Sommer sind es bis zu 250 Starts und Landungen pro Monat. Doch es läuft alles etwas anders. Der Tower misst gerade einmal 4 Quadratmeter. Das Personal ist ehrenamtlich tätig und Fluglotsen gibt es nicht. Touristen, Verspätungen, Hektik, Fehlanzeige. Für mich das Besondere an diesem Flugplatz ist einfach, es ist eine kleine Oase im Norden von München und es ist eigentlich auch für die Stadtnähe die Ruhe. Im Vergleich zu einem großen internationalen Flughafen ist hier auch kein Sicherheitspersonal tätig. Der Flugleiter überprüft jeden Morgen die Gerätschaften, wie den Funk, studiert den Wetterbericht und öffnet den Hangar. Für heute ist ganz ruhig, außer den 2 Maschinen, die jetzt da draußen stehen. Der Flugleiter selbst gibt keine Anweisungen, sondern er gibt lediglich Verkehrsinformationen. Beispielsweise, ob Flugzeuge sich in der Platzrunde befinden oder Segelflugbetrieb am Platz ist oder die Bundespolizei mit den Hubschraubern fliegt. Und ansonsten Anweisungen ausschließlich dann, wenn Gefahrenverzug ist. Ich habe gehört, dass der Ferdinand gleich noch Kunstflug machen möchte. Schauen wir mal, was da noch kommt heute. Ja. Ferdinand gehört mit seinen 19 Jahren zu den jüngsten unter den 270 Mitgliedern des Vereins. Er hat die Lizenz zum Segelfliegen. Rund 20 Segelflugzeuge und 58 Propellermaschinen stehen in den Hallen. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 300 Euro. So finanziert sich der Flugplatz. Ferdinand hat sich vor 5 Jahren für den Flieger anstatt für den Fußballverein entschieden. Als ich meinen ersten Flug hatte, war ich 14 Jahre alt. Erst fliegen, dann Auto fahren. Und ja, natürlich ist es was Besonderes. Wie man einfach an den See fahren würde, kommt man dann hier eben zum Flugplatz. Vor dem Flug gilt es, jede Kleinigkeit gründlich zu checken. Der Pilot ist für seinen Flug selbst verantwortlich. In der Flugschule lernen die Piloten alles über Luftfahrttechnik, Sicherheitshinweise und Wetterprognose. Die Fluglizenz kostet 2000 Euro. Rund 8-mal im Monat ist Ferdinand mit dem Vereinsflieger Wiggerl in der Luft. Segelfliegen ist hier relativ erschwinglich. Kostet ein Start 6 Euro inklusive 30 Minuten Flugzeit. Und alles, was darüber hinaus finanziell zu leisten ist, wird von den Vereinen dann quasi dazugegeben. Von diesen Mitgliedern wird natürlich auch erwartet, dass sie uns dahingehend unterstützen, dass zum Beispiel bei der Instandhaltung der Hallen, beim Mähen des Rasens oder bei sonstigen Arbeiten eben Unterstützung kommt. Dem Verein ist es auch zu verdanken, dass der älteste Flugplatz Deutschlands noch in Betrieb ist. In der Flugwerft des Deutschen Museums auf demselben Gelände erinnert alles an die Anfänge. Gerhard Filchner ist Museumsleiter. Also es macht mich schon stolz, hier auf so einem historischen Gelände arbeiten zu können. Das ist ziemlich einzigartig. Das ist auch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal in der Museumslandschaft, also gerade was die Fliegerei angeht. Im Jahre 1912 wurde die Gründung des Flugplatzes durch Prinzregent Luitpold veranlasst. Seit dieser Zeit wurden Piloten ausgebildet und Flugzeuge gebaut. Zum einen für militärische, zum anderen für private Zwecke. Gerhard Filchner erinnert sich an einen der berühmtesten Hobbyflieger. Der berühmten Besucher war Franz Josef Strauß, der damalige Ministerpräsident, der mit seinem eigenen Flugzeug hier in Schleißheim gelandet ist.
Delta 9461, die Piste 25 in Betrieb und das mit der Kunstflugbox haben wir abgeklärt. Ja, dann könnt ihr zur 25 rollen. Anfangs war es wirklich nur das Fliegen. Man ist immer nur zum Fliegen hergekommen und mittlerweile, man kommt wegen den Kollegen, wegen den Vereinskollegen. Und das Fliegen rückt manchmal fast sogar in den Hintergrund. Ein Flugplatz mit einer über 100 Jahre alten Geschichte. Und ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, die eine gemeinsame Leidenschaft teilen. Durchstarten auf einem Rekordflugplatz. Der Rekord, dass der Flugplatz seit 1912 hier besteht, hängt meiner Meinung nach auch damit zusammen, dass sehr, sehr viele Mitglieder sich aktiv engagieren, dass dieser Flugplatz erhalten bleibt, beziehungsweise seit, wie gesagt, 1912 eben betrieben wird. Rekord in Oberschleißheim in Oberbayern. Der älteste noch in Betrieb befindliche Flugplatz Deutschlands.